liebe Community, Familie und Zuschauer, ich bin's wieder, Gimmanikum mit der 10. Folge von Horizon Zero Dawn, Frozen Wildness. Wegen Silence? Ich hab dir alles erzählt. Mehr kann ich dir nicht sagen. Wegen Silence? Ich hab dir alles erzählt. Mehr kann ich dir nicht sagen. Erkundigen sind drei. Ich hab dir alles erzählt. Mehr kann ich dir nicht sagen. Okay. Also, sehe ich das richtig? Da waren zwei Wesen. Eins nennst du die Stimme. Irgendwie gefangen von dem, den du einen Dämon nennst. Was auch immer dieser Dämon ist, er beeinflusst die Maschinen und macht sie gefährlicher. Ich will wissen, wie. Diese Stimme und der Dämon sind auf einem Berg, dem Donnerkamm. Warum gehen wir nicht einfach hin und klären alles auf? Das geht nicht. Der Donnerkamm ist gefährlich. Sehr gefährlich. Der Dämon hat sich da verschanzt. Zudem lässt Aratak uns nicht gehen. Als Häuptling kontrolliert er den Pass zum Berg. Und er lässt nicht mit sich reden. Ihr braucht wohl einen neuen Häuptling. Na, die Idee wird sicher gut ankommen. Du bist doch eine Jägerin. Und ich wette, keine gewöhnliche. Es ist nicht unmöglich. Selbst für einen Fremden. Und Aratak wird die Herausforderung annehmen, wenn du im Verak bekannt wärst. Halt! Ich? Gegen Aratak? Ich will niemandes Häuptling sein, erst recht nicht von Banuk, die mich nicht wollen. Aber du willst doch zum Donnerkamm, oder? Hm. Du hast sie gehört. Die Stimme leidet. Der Dämon quält sie. Sie möchte frei sein. Und vielleicht, wenn sie wieder frei ist, kann sie dir die Antworten geben, die du suchst. Warum lasse ich mich bloß darauf ein? Gut. Was muss ich denn machen? Zeig dem Verak, dass dein Anspruch berechtigt ist. Siege im Jagdgebiet. Töte Banditen im Schnitt. Oder? Du sprichst mit Sekuli. Wenn du ihr hilfst, wird das sicher bemerkt. Tu, was du kannst. Wenn es Zeit ist, den Speer vor Arataks Füße zu schleudern, unterstütze ich deinen Anspruch. Bis dahin bin ich hier und beantworte dir alle Fragen zur Herausforderung. Oh, und eines noch. In der Kiste da ist eine Waffe, so wie meine. Nimm sie. Vielleicht hilft sie dir. Oh. So, dann nehmen wir uns mal gerne die Waffe. Ich habe die Sturmschleuder. Was ist denn das für eine Waffe? Hier den Wagen repariere und überbrücke den Langhals. Habe ich. Rede mit Säge. Rohstoffe. Ja. Speerschaden. Was ist das? Feuert auf kleine Blitze ab. Nach vorigen Blitzen leider nicht. Mö, und da bist du. Modifizieren. Oh, alles was mit Schock zu tun hat. Sehr schön. Was mache ich noch? Quest habe ich ja. Oh, Tutorials. Fische ohne langen Bein, alles klar. Erstellen. Dann brauche ich wieder ein Eichhörnchenfell. Wie funktioniert die Waffe?
Jo. Alles klar. Wieso will sie meinen Fernseher abschalten? Einmal auf die Knie vor dem Fernseher. Geil, ich der Fernseher. Bitte schalte dich nicht ab. Aloy, ich habe etwas getan, dem der Verag Beachtung schenken dürfte. Der Langhals bei den Frostfingern bewegt sich wieder. Schön zu hören. Der Verag wird nun sicher reden. Jetzt musst du noch etwas tun, um deinen Anspruch zu behaupten. Ich muss jetzt los. Es gibt sehr viel zu tun. So, dann machen wir das auch. Banditenlager, das. Ich will noch den Sperr-Update machen. Und jetzt mal gucken, ob ich hier noch was... finde. Oh ja, da. Ich schätze, die Alten mochten diese Tiere. Ja. Penny und ich streiten uns nicht übers Wäschemachen, sondern über Inkommensurabilität und Grenzen der künstlichen Intelligenz. Oh, und wieder was zum Vorlesen. Heute Nachmittag hatte ich einen Streit mit Kenny. Wenn sich der erste Streit eines Paares um die Tuning-Verordnung dreht, weiß man, dass man es mit ziemlichen Nerds zu tun hat. Stimmt auch wieder. Den Streit habe ich gewonnen, schätze ich. Aber ob ich das hier schaffen kann oder nicht, macht mir wenig Sorgen. Sondern eher die ethische Implikation eines Erfolges. Ich habe Kenny versprochen, dass die Suizid der Bewältigungsmaschinerie, die ich entwickelt habe, bei der Verwaltung der emotionalen Fallouts der Software helfen kann. Aber gerade bin ich wenig zuversichtlich. Ich bin Programmiererin und keine Psychiaterin. Die Freiheit der Robotechnik scheint weniger relevant. Wenn die Weigerung Firebreak mit den für seinen Erfolg notwendigen Bedingungen zu versorgen. Millionen Menschen nehmen Kosten. Es lohnt sich, ein Bewusstsein aufs Spiel zu setzen und so viele andere zu retten oder nicht. Puh, das Problem mithilfe der von Zahlen lösen zu wollen, gibt mir das Gefühl, ein Soziopath zu sein. Jo, macht nix. KB. Auf meinen Zähnen bildet sich Frost. Aloy, darf ich dir was sagen? Halt leise. So, was haben wir hier? Das. Okay. Da ist noch ein Nora. Da ist ein Tyrrell. Was ist das? Was mache ich denn? Ein Bär. Nebenaufgaben. Okay. Dann begeben wir uns da mal hin. Dann machen wir wenigstens das schon mal. Jetzt schaffe ich das. Ja, knapp eine Viertelstunde haben wir noch in der Folge. Könnte ich schaffen. Will aber nicht runter. Egal, jetzt die Rutsche zu benutzen, aber wäre jetzt für mich ein bisschen blöd. So, oh, ich bin fast level up, dann kann ich endlich das zusätzliche Material haben. Aber hier sind zurzeit, was ich sehe, nur wenig Ruinen.
Durch mit gehe ich jetzt. Ich gehe den. Der gefällt mir am besten. Wollte mal was gucken. Habe ich das schon? Ja. Wo bist du? Ach, Rohstoffe da. Zinkknochen, Schweineknochen. Ja, ich brauche noch diese andere Knochen. Auch eine Forzkiste, wie nett. Ich liebe. Bück dich mal. Mama. Die Maschine hat mich gesehen. Dann lauf, Mädel. Lauf um dein armseliges Leben. Das muss die Höhle sein, von der der Schamane sprach. Sieht tief aus. Und auch nicht nach. Komm. Natürlich. Okay. Okay. So, dann aktiviere ich nochmal eine Quest. Vielleicht bin ich hier nicht allein. Hier ist einer der Metallvögel. Okay. Pirsch in der Nähe. Trifft sich ja gut. Ich muss nur da hoch. Die Flugmaschine ein wenig bewegen könnte. Ja, da. Tierfigur Nummer 5. Tierfigur. Vielleicht kann mein Fokus mir weiterhelfen. Ja, ich bin ja schon. Die Flugmaschine irgendwie zu mir holen. Ich bin hier gerade dabei, Bietchen zu looten. Also, Ruhe jetzt. Halt. Zeitumsprung. Fallen lassen. Fokus findet hier vielleicht was. Hm, wohl doch nicht fest verankert. Jetzt kann ich hinüber. Ja, Pops.
Auch mit dir. Da ist das Türschloss. Ich muss es einstellen. Okay. Halt. Wenn diese dämlichen Techniker denken, sie könnten einfach hier reinkommen und an den Drohnen herumfuschen, haben sie die Rechnung ohne mein Pflichtbewusstsein gemacht. Ich setz mal das Holoschloss zurück. Echo, Sierra, Echo. Okay. Da zurücksetzen hat wohl nichts gebracht. Würde ich mal sagen. Ja. Fliegender Kameras. Ich will Sicherheit, keine Überwachung. Und Sicherheit heißt Feuerkraft. So wahr Gott mein Zeuge ist, ich werde nicht mit Platzpatronen schießen, falls und wenn ein schwerer Terrorakt dieser Einrichtung entweiht. Nachricht. Mrs. Peace, don't believe. Ich betrachte gerade eine Sicherheitsdrohne. Sie wurde von Faro Automatik Institutes beschlagnahmt, um die Firebrick-Projekt zu dienen. Es handelt sich um eine aus ganz von mir handverlesene Flotte, die von Ted Franco für unseren Zweck zugeteilt wurde. Ja, von dem Mann, der so weit über ihn steht, dass er auch Gott sein könnte. Und ich habe direkten Kontakt zu Ihren Herren im Himmel. Wir beide hatten ein Gespräch, in dem ich ihn die heikle Natur unseres Projektes nahe bringen wollte. Und wenn ich mich recht erinnere, sagten sie, ich verstehe, Mr. Blaze. Ich nehme sie bei Wort, was offenkundig ein Fehler meiner Urteilsvermögen war, da sie mir eine verdammte Flotte fliegender Überwachungskamera und einen Haufen dämlicher Schwachköpfe geschickt haben, die glauben, sie wüssten mehr über die Landesverteidigung als ich. Folgendes, ihre Techniker werden mich mit der nötigen Feuerkraft ausstatten, die ich zum Verhindern von Terrorangriffen in oder um meine Anlage herum benötige. Und sie werden das bewerkstelligen, ohne dass unseres Projektbudget erhöht wird. Denn Mrs. Pierce, das ich ist ihr Versagen. Und ich bin ein vernünftiger Mann und eines sage ich Ihnen, wenn Sie die Kosten für Firebrick auch nur um einen Cent erhöhen, werde ich Sie werden Sie sich die ganzen persönlich von Mr. Franco und seinem Aufsichtsrat verantworten müssen. Melden Sie sich bei mir, hinterlassen mir eine Nachricht. Ich will, dass Sie die Nachricht aus 4 kleinen Wörtern bestehen. Ich verstehe, Mr. Belief. Und diesmal soll es der Wahrheit entsprechen. Okay. Okay, meine Stimme versagt schon langsam. Das ist jetzt die 10 Folgen hintereinander, die ich aufnehme. Niemand war hier, seit sie hier eingeschlossen wurde. Das sollte leicht abgehen. Ich zeige das dem Schamanen in Sangesgrund. Oh, da liegt noch was. Schmeißt ihn raus. Schmeißt ihn raus. Kenny, ich verstehe es ja, okay. Wirklich, Faro ist Förderer von Firebrick. Belius ist Frankos Schoßhund. Alle kriechen sich gegenseitig in den Hintern. Bla bla bla. Aber wenn du Belius erlaubst, von
Ort zu bleiben, dauert die Installation doppelt so lange, wie das Budget reicht. Und ich weiß nicht, wie tief die Taschen vom Firebreak sind, aber definitiv nicht endlos tief. Wir haben gerade die gesamte Flotte neu kalibriert. Die gesamte Flotte, Kenny. Und du fragst dich bestimmt, warum? Oh, Kenny, gut, dass du hypothetisch gefragt hast. Bavius hat mit der Grundverhaltungsroutine der Sicherheitsdrohne unzufrieden. Du weißt schon, die selbst ausgesucht hat. Nicht aggressiv genug, meinte er, ich wäre nicht mal ein Rottweiler auf einer interkontinentalen Rakete aggressiv genug. Also haben wir etwas Kampfverhalten hinzugefügt und das war echt nicht einfach. Und sie somit quasi kriegsbereit gemacht. Überleg dir das doch mal, Kenny. Kampfdrohnen mit allen neuesten Technik, die in der verlassenen Wildnis. Nur damit Babys auf Kosten vom Firebreak Krieg spielen kann. Ich flehe dich an, Kenny. Finde einen Weg, ihn vom Hangar fernzuhalten. Bitte, Harrison. Jo, der Windu spielt, der tut nichts. Wow, ich mag die Waffe. Was? Wieso hat das nicht funktioniert? Und Langhals. Wollte nicht funktionieren. Aber die Waffe ist gar nicht mal so schlecht. So, jetzt kann ich endlich. Das wollte ich. So, wie komme ich jetzt wieder raus? Ach, da. Und da gehen wir noch mal zum Das soll also meinen Speer verbessern, ne? Ja, das soll es. Drohnenhanger. Dann gehe ich nochmal schnell zurück. Oh. Ja. Und lasse das noch machen. Also die Folge wird kurz ein bisschen länger, aber ein kleines bisschen nur. Und ja. Und dann werden wir dann die Folge beenden. Dann habe ich jetzt eine Aufnahmesession von 10 Folgen. Mal gucken, was ich so dann, vielleicht kann ich die ja schon später für den Kanaltrailer verwenden. Mal schauen, mal schauen. Oh. Also ich tue lieber die Türme überbrücken und ich war jetzt ganze Zeit still. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es ist einfach zu spät schon. Oh Mann.
Komm, ich will die Mission wenigstens abschließen, dann habe ich das wenigstens hinter mir. Lädt, lädt, es lädt, lädt, lädt. Oh, dann kann ich noch dieses Pigment da einsammeln. Das ja auch in der Nähe ist. Ich muss ja nur Ausschau halten nach so einer komischen Art Ameisenhügel. Irgendwie war es klar, dass wir zusätzlich zu all dem anderen Kram jetzt auch noch Banditen sind wohl wichtig für die Banuk. Ich frage mich, oh, da ist ja so ein Ameisenhügel. Möge dein Speer immer scharf sein. Ja, ja. Friede und Harmonie, mein Freund. Ja, Friede und Harmonie. So. Allem, was uns der verrückte Sonnenkönig Guten Tag. Sollte ich das... Schamanengeheimnisse spricht man niemals aus. Sollte ich das hier für dich finden? Binde es an den Speer. Befestige damit das erstmal. Du findest mehr, ganz sicher. Warum hilfst du mir? Das blaue Licht verblasst. Die Maschinenlieder enden. Und was genau tut das Konklave? Sitzen, singen, beobachten. Es reicht. Wir müssen kämpfen und du... Du bist ein Kämpfer. Wir teilen ein Ziel. Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht mal, was das Ziel sein soll. Aber ich danke dir. Spar dir den Dank. Handle lieber. Mhm. Jetzt kann ich meinen Speer mit Teilen modifizieren. Gar nicht schlecht. Okay. Da haben wir das erste. So... Spezialobjekt, da, da. Ah, sieh mal an. So. Sperrschaden. Sehr schön. Ich könnte jetzt auch meinen Speer verbessern. Ja, Hammer. Yay. Hammergeil. So, und das war's dann. Also von da aus müssen wir ja einige Dinge tun. Aber wie gehe ich das am besten an? Ich glaube, ich teleportiere mich dann nach da. Gehe hier rüber. Gehe dann Weg lang. Guck hier nochmal nach. Ach, ich finde da schon mal ein Teil. Da liegt jetzt auch noch was. Also wir haben hier einiges doch zu tun. Dementsprechend würde ich auch sagen, beende ich diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage wie immer, zock gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gemaniko ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne... Zock gut, ciao, bis zum nächsten Mal.